Servus Leute, neues Video auf YouTube, ich bin der Jonas und ja, die letzten Wochen sind die Videos ausgefallen. Es lag einfach dran, es war schlechtes Wetter draußen, ich kann mit meiner Hand noch nicht Rad fahren. Ich wollte einfach nicht irgendeinen Bullshit für euch produzieren, der nicht cool für euch ist, weil mein Anspruch eigentlich immer ist, coole Videos für euch zu machen. Und deshalb gibt es erst heute wieder ein Video. Ich bin heute zu Manu gefahren, der ist aktuell auch verletzt und operiert. Und wir werden heute mal dem seine Räder auschecken. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein zu Manu. Ich habe vor, in den nächsten Wochen vielleicht oder in nächster Zeit auf jeden Fall ein, zwei Kumpels von mir mal bisschen vorzustellen. Die zeigen ein bisschen ihr Equipment und so. Ich denke, das ist ganz interessant für euch. Und jetzt schauen wir mal rein zum Manu. Nach dem Intro geht es für euch los und ich würde sagen, let's go. Viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, also wir sind jetzt mal für euch an den Spot hier gefahren, richtig geil, hier hat man eine richtig Premium-Aussicht, aber es ist ultra kalt, das heißt wir müssen uns ein bisschen beeilen, haben den Manu sein Rad mal hier hingestellt, ja, ich würde sagen, der Manu oder wir zusammen erklären euch mal ein bisschen was zu dem Rad und der Manu vielleicht auch so ein bisschen zu sich, seit wann er Rad fährt und so. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich custom, das heißt kein Rad, das einfach jetzt irgendwo bestellt oder gekauft ist, sondern von Manu komplett individualisiert. Deshalb für euch denke ich auch ziemlich interessant und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, let's go. Fuck, ist das kalt, Alter. Ist schon Kamera an? Ja, ist an. Okay. Manu friert. Hi, herzlich willkommen zu unserem Behindi-Vlog. Ja, weil Manu ist nämlich auch verletzt, so wie ich. Ja, wir kennen hier Partnerlook machen wir. Ja, mein Fahrrad. Was fährst du denn überhaupt für einen Rahmen? Raw Madonna V2.2 in der Größe Large mit einem Works Components Reach Adjust Steuersatz. 9 Plus Alu-Laufräder. Mhm, warum Alu und kein Carbon? Du bist ja schon auch Carbon gefahren. Broke. Armer Hund. Nein, Spaß. Ich hatte tatsächlich Carbon-Laufräder vorher, aber das ist mein Rennlaufradsatz. Und da fahre ich auch die schweren Reifen plus Cashcore und Alu. Weil wenn eine Carbon-Felge bricht, dann bricht sie. Mhm. Hier ist eine Delle drin und ich kann noch weiterfahren. Eiert zwar, aber ich kann weiterfahren. Mhm. Das okay. Ist der große Vorteil von Alu. Aber tatsächlich finde ich Carbon direkter. Mhm. Aber Alu ist sicherer. Okay, ja. So würde ich das jetzt mal sagen. Mhm. SQ-Lab Vorbau, SQ-Lab Lenker, Trickstuff die Rettissima Bremse. Mhm. Was hält von der Bremse oder bist du zufrieden? Weil das ist ja schon ein relativ teurer Preis, so lohnt sich die Investition. Oder macht die Bremse Bock? Sagst du, das ist das Nonplusultra, so das muss man unbedingt haben und dann hat man keine Probleme mehr? Oder sagst du, was empfiehlst du da? Oder? Also erstmal vielen Dank an Schaltwerk Schweigern, weil alle Teile, die hier rangebaut sind, die sind vom Schaltwerk. Und danke für die Unterstützung. Ich würde mal sagen, laut VK kostet die Bremse 1000 Euro. Mhm. Wenn du 1000 Euro hast, dann ist eine richtig geile Bremse. Okay, ja. Aber wenn du lieber dein Geld ins Radfahren investierst, anstatt in teure Teile und dann keine Kohle mehr hast, um irgendwie irgendwo hinkommen zum Radfahren, ja, dann würde ich lieber eine günstigere Bremse fahren, okay, die auch funktioniert. Ja. Aber ich würde sagen, es kommt keine Bremse, die ich bis jetzt gefahren bin, an diese Bremse ran. Okay, ja. Aber wenn ich wählen müsste zwischen Kohle haben für Biketrips und eine teure Bremse fahren, die cool aussieht, würde ich natürlich Biketrips nehmen. Ja, okay. So. Aber ja, wenn man sie hat, ist sie geil. Okay. Was jetzt nicht heißt, dass ich Arsch viel Kohle habe, gell? Also, ich lebe in meinem Bus. Unleashed Mudhugger. Mhm. Ganz wichtig. Fitlock. Trinkflaschen. Mhm. Danke an Fitlock. Antrieb ist eine X01 Kassette. XX1 AXS Schaltwerk. Racefaced Next Air Kurbel. Carbon. Mhm. 77 Designs. Kettenführung und Bashguard. SQLab Sattel. Ganz klar. Mhm. Rockshox Reverb AXS mit 180 mm Hub oder 170. Ich glaube 170 sind es. Ölins TTX
2 Coil. Ja. Mit einer Fettzackfeder. 640. Weil die 120 Kilo müssen ja auch irgendwie gedämpft werden. Und rein so zu dem Setup kann ich sagen, ihr kriegt es nicht kaputt. Mhm. Also ich bin es jetzt eine Rennsaison gefahren, wiege 120 Kilo, mhm, und das Einzige, was kaputt war, waren mal ein paar Speichen. Ja, also ich denke, das muss man bei dem Rad auf jeden Fall auch betonen. Das ist halt darauf ausgelegt, dass im Prinzip dass die Sachen auch nicht kaputt gehen und dass es halt funktioniert. Ich glaube, der Manu ist für mich jemand, der, glaube am meisten Teile von uns allen, also so in meiner Freundesgruppe, sage ich jetzt mal, am meisten Teile getestet hat und deshalb halt auch am meisten, ja, was drüber aussagen kann, was die Sachen können oder wie lange die schlussendlich halten und dementsprechend das Rad auch aufgebaut ist. Ich denke, dass wir auch auf jeden Fall ein schweres Rad haben. Gerade jetzt auch nochmal mit den Alulaufrädern und Stahlfedern. 17,1 Kilo, ja, so wie es da steht. Mit Stahlfeder, mit, genau, Pedale, ja, mit Tool, mhm, Handguards. Ja, also man sieht, da ist auf jeden Fall schon Gewicht am Start. Aber es hält halt auch. Und gerade im Manus seiner Gewichtsklasse weiß ich nicht, wie viel es dann ausmacht, ob das Rad so viel leichter ist. Sondern ich glaube, da ist der Vorteil eher größer da dabei, dass es einfach hält. Ja, weil wir haben schon viele Sachen miteinander verglichen, wo ich gesagt habe, ey, ich habe gar keine Probleme damit. Ja, ich bin das Rennen am Reschen mit Maxxis-Reifen vorne und hinten mit Exo Plus Karkasse ohne Insert gefahren und hatte keinen Platten. Ich glaube, das, ja, wird beim Manu einfach nicht funktionieren. Ja. Und ich muss einen Hinterreifen fahren, der 1,5 Kilo wiegt plus Cashcore und 2,2 Bar hinten, damit nichts kaputt geht. Aber tatsächlich muss ich sagen, seit ich Michelin fahre, habe ich keine Reifen mehr zerstört. Mhm, okay. Also kein Hate an andere Hersteller oder so, aber für mich ist das der beste Kompromiss aus Haltbarkeit und Schwergängigkeit vom Treten her. Mhm, okay. Also es funktioniert, du kannst damit 1000 Höhenmeter easy fahren, in meiner Geschwindigkeit. Ja. Aber du merkst natürlich, dass du keinen Semi-Slick in der Exo-Karkasse drauf hast. Ja, ja, okay. So, das muss man auch einfach sagen. Mhm. Das Wichtigste natürlich an dem Rad ist ganz klar, der Enbirdo-Aufkleber. Das darf man einfach nicht vergessen, weil das sind einfach die coolsten Jungs ever. Ja, Grüße an Holger, vor allem, der hier mal, ja, das der Bild immer sein Gesicht zur Verfügung stellt und in halb Europa an irgendwelchen Liftstationen klebt. Ja. Also wenn ihr den Sticker irgendwo mal seht, das ist so unsere Gruppe, dann dürft ihr gerne den, genau, Holger drauf verlinken. Ja, genau, oder einfach Instagram verlinken, genau. Was noch wichtig ist, ist natürlich kein Talent, ja, weil andere Menschen fahren schon ihr halbes Leben lang Fahrrad. Ich habe vor 4 Jahren das erste Fahrrad besessen, mhm, mit 28 und habe, ja, trainiert. Ja, Mann, ich glaube, das kann man auch mal sagen. Also es ist nie zu spät, da irgendwie einzusteigen. Sieht man Manu, bestes Beispiel. Der fährt jetzt, wie ihr sagt, 4 Jahre. Habe ich mein erstes Q-Partail für 300 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ja, Mann, genau. Also ihr seht, jeder fängt mal klein an. Auch wenn ihr jetzt sagt, boah, der Manu hier, der hat ein ultra krasses Rad oder auch ich. Und ey, die Teile kann ich mir niemals leisten. Ihr seht, wir haben könnten alle... Könnten wir uns auch nicht leisten, wenn wir keine Unterstützung hätten. Richtig, das muss, genau, man klipp muss man auch sagen. Ja. Genau, richtig. Wollen wir vielleicht noch was zur AXS sagen, hätte ich gesagt, oder? ja. Ich hätte gesagt, AXS müssen wir auf jeden Fall mal noch thematisieren. Du bist ja, ja davor normale Schaltwerke gefahren oder normale Schaltung, aber auch von, ja, SRAM. Ja. Hast jetzt aber eigentlich an allen Rädern umgestellt auf AXS, ob das jetzt GX oder XX1 ist, aber auf, ja, jeden Fall komplett auf AXS. Ja. Fangen wir mit der Sattelstütze an. Mhm. Das war der beste Praxistest letzten Winter. Mhm. Da hatte ich die relativ neu. Also ich wurde letzten Winter im Dezember operiert und konnte dann an Silvester war meine erste Fahrt wieder und letzter Winter war kalt und zwar Schnee. Und die anderen Jungs, egal was für Hersteller an Sattelstützen die hatten alle Probleme mit ihrer Sattelstütze. Die ist abgesackt, die kam nicht mehr raus, die hat nicht gehalten. Und ich muss sagen, ich hatte keine einzigen Probleme mit der AXS-Sattelstütze. Die kam raus, wenn du drauf gedrückt hast, die ging runter und ist unten geblieben, wenn du das wolltest. Das zur Sattelstütze. Sehr, sehr teuer der Scheiß, aber es funktioniert. Und
was bringt euch das? Wenn ihr fünfmal billig kauft, dann kaufe ich lieber einmal was Gutes. Dann zur Schaltung. AXS XX1. War halt nur, weil es damals kein GX gab und preislich kein Unterschied war zur X01. Funktioniert auch gut. Kann sogar jeder einstellen, also sogar ich, jemand, der absolut keine Geduld hat. Kann das einstellen. Das sind drei Handgriffe und tatsächlich musste ich sagen, ich musste es ranschrauben, ich musste die Endanschläge einstellen und das die Umschlingung und dann hat es einfach funktioniert. Und es hat einfach funktioniert. Du hast kein lästiges mehr hier, Zugspannung und was weiß ich was. Okay. Du kannst das so fein justieren, indem du auf den Knopf drückst und auf die Wippen. Also es ist halt einfach wirklich einfach und es ist praktisch. Also mir geht es nicht um irgendwie 10 Gramm sparen, weil du keine Zughülle mehr fährst oder ja, sowas. Genau. Sondern einfach um die Einfachheit, dass ich niemand anderen brauche, um mein Rad fahrfertig zu machen. Mhm. Aber ich würde sagen, auch wieder das Gleiche wie bei den Bremsen, oder? Wenn man das Geld hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall und dann kann man das auf jeden Fall machen. Aber wenn man die Kohle halt nicht hat, dann... Dann langt dir auch ein ganz einfaches GX-Schaltwerk. Genau, okay. Also ich bin ja vorher auch GX gefahren. Ja. So, das sind alles Spielereien, die man sich von seinem Weihnachtsgeld oder von seinem Urlaubsgeld mal kaufen kann. Aber wie gesagt, es ist einfach absolut kein Muss. Ich kenne Leute, die stecken mich in die Tasche mit einem 500 Euro 26 Zoll Downhiller. Mhm. So, die geben mir einfach. Ja. Und da kommt es nicht drauf an, es ist natürlich einfacher, ein schönes, funktionelles, gutes Rad zu haben. Aber tatsächlich, wer fahren kann, kann auch mit einem Drahtesel vom Baumarkt Fahrrad fahren. Genau, ja. So, ganz einfach. Also ich nehme mich da mal raus, weil ich könnte es nicht. Ja, Mann. Also ich denke, ihr habt da auf jeden Fall jetzt schon mal einen guten Überblick gekriegt. Ich habe euch zwischenrein auch mal, denke ich, ein paar fette Shots reingeschnitten. Danke an Manu auf jeden Fall. Fürs Vorstellen, richtig super geil. Gerne. Herzlich willkommen zu unserem neuen Behindi-Vlog. Ja, genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch der Style hier so gefallen hat. Ich denke, das war ganz cool und ganz lässig. Genau, und ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch mal ein paar Shots abschließend vom Rad. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Rad, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare. Gerne, kein Problem. Ich denke, der Manu guckt da auch mal durch und kann das ein oder andere vielleicht auch beantworten. Genau, oder ich mache es je nachdem. Ich weiß ja auch einiges. Und genau, ich würde sagen, das war's heute von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Abonniert den Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau, ciao.